Guten Tag, liebe Schülerinnen und Schüler, und willkommen im virtuellen Kursraum für Deutsch. Heute besprechen wir das Thema Produkte für die Zukunft und benutzen dabei Partizipien als Attribute. Also das machen wir heute. Ihr lernt einige innovative Produkte kennen. Ihr erkennt die Partizipien als Attribute. Und ihr unterscheidet zwei Arten der Partizipien, das Partizip Präsens und das Partizip Perfekt. Ihr braucht für den Unterricht das Heft und das Handy, denn wir machen später auch eine Übung im Programm Learning Apps. Ihr könnt in jedem Moment eine Pause machen, znači već znate da u svakom trenutku možete pauzirati snimku. Hier ist ein Link auf eine Internetseite mit den derzeit interessantesten Produkten für die Zukunft. Dieser Seite könnt ihr folgen, wenn ihr wollt. Einige Schlüsselwörter, die wichtig sind für das Leseverstehen, sind hier aufgelistet. Einige sind internationale Ausdrücke, kontrolliert, ob ihr diese Wörter versteht. Die Vision, Visia. Künftige Trends, buduci trendovi. Die Innovation, Innovatia. Der Entwickler, zum Beispiel razvojni Ingenieur. Tech Gadgets, der Zukunft, ein Anglizismus. Znači tehnološke spravice budućnosti, odnosno proizvodi za budućnost, produkte für die Zukunft. Noch ein wichtiger Begriff ist Crowdfunding. Kennt ihr dieses Wort? Die Entwickler stellen ihre Ideen vor oder präsentieren ihre Ideen. Und beim Crowdfunding stellen Entwickler ihre Idee auf einer Internetplattform vor. Interessierte können sich das dann finanziell an dem Projekt beteiligen, entweder in Form von Spenden oder indem das Produkt direkt gekauft und bezahlt wird. Nach erfolgreicher Finanzierung beginnt dann erst die Produktion. Znači ovaj izraz iz engleskog crowdfunding označava način na koji se novi proizvodi mogu financirati skupljanjem sredstava. Also zuerst kommt eine Vorstellung des Produkts, dann die Finanzierung und als dritter Schritt die Produktion. So, zu diesem Thema Crowdfunding gibt es hier diese drei Produkte. Überlegt euch kurz, was für Produkte sind das? Was können diese Produkte? Welche Qualitäten haben diese Produkte? Notiert eure Ideen ins Heft. Also links seht ihr einen Kopfhörer. Das ist ein Kopfhörer, der automatisch die Wiedergabe startet. Znači slušalice na kojima automatski započinje produkcija zvuka, kad ih počnete koristiti. In der Mitte ist ein 3D-Drucker, der nie einen Fehler macht. Znači u sredini je jedan 3D printer ili pisač koji nikad ne radi greške, tako je dobro izrađen. Und rechts seht ihr ein Fahrrad, das eure Fahrradtouren memorieren kann. Jedan napredni bicikl koji, na primjer, između ostalog u svoju memoriju snima vaš put koji ste prešli. Und jetzt in detail. Der Kopfhörer.
IQ. Dieser Kopfhörer speichert Musik direkt auf dem integrierten 32 GB Speicher und startet die Wiedergabe, sobald er aufgesetzt wird. Das ist der Drucker Tico. Das Team hinter Tico hat für 179 US-Dollar einen Drucker entwickelt, der robust und nahezu unmöglich falsch einzurichten ist. Die Delta-Anordnung der Druckeinheit sorgt für konsistente Ergebnisse. Wir kommen auch zum Fahrrad. Das Carbon Bike von Manhox ist ein mit Sensoren ausgestattetes Fahrrad, die vor nähernden Autos warnen. Ein per Bluetooth gekoppeltes Smartphone zeichnet alle Touren auf. Impression P. Ein in die VR-Brille eingelegtes Smartphone dient für die Gestenerkennung. Mit Objekten kann auch interagiert werden. Das Gadget verbindet die Projektion mit eingebauten realen Objekten. Noch ein Produkt für die Zukunft: Podo. Die Minikamera Podo klebt auf allen Oberflächen und kann mit einem Smartphone gekoppelt werden. Fotos werden mit 8 Megapixeln und Videos in 720p aufgenommen. Die Verbindung zum iPhone läuft über Bluetooth. Und noch ein Produkt für die Zukunft: Print. Dieses Case macht aus jedem Smartphone eine Sofortbildkamera. Einfach Telefon einstecken und losfotografieren. Nach nur 30 Sekunden ist das Foto im Format 50x76 mm fertig. Durch die spezielle Zero-Ink-Drucktechnik ist Tinte oder Toner überflüssig. Ein Pack mit 10 Aufnahmen kostet 5 US-Dollar. So, ich hoffe, ihr findet diese Produkte interessant und jetzt analysieren wir ein bisschen diese Begriffe Promotre nuove primiere, Uocite Pravilo. Die gespeicherte Musik, ein eingelegtes Smartphone, die klebende Minikamera, ein druckendes Smartphone. Ovi attributi su tvoreni od glagola. Speichern, einlegen, kleben, drucken. Možete li prepoznati dvije različite vrste atributa? Die gespeicherte Musik, muzika koja je već otprije pohranjena. Ein eingelegtes smartphone, znači smartphone, mobitel koji je uložen u naočale. Die klebende Minikamera, znači kamera koja se lijepi na sve površine. Ein druckendes smartphone, smartphone, odnosno pametni mobitel koji printa slike. Znači ovdje imamo dvije vrste atributa. Die gespeicherte Musik, ein eingelegtes smartphone, je jedna vrsta. Die klebende Minikamera, ein druckendes Smartphone, druga vrsta atributa. Znači, u ovoj grupi izraza vidite pridjeve koji su nastali na isti način. Pogledajte nastavke. Speichern, gespeichert, die gespeicherte Musik. Aufnehmen, aufgenommen, die aufgenommenen Fotos. Einbauen, eingebaut, eingebaute reale Objekte. Ausstatten, ausgestattet, ein mit Sensoren ausgestattetes Fahrrad. Entwickeln, entwickelt. Ein robust entwickelter Drucker.
Einlegen, eingelegt, ein eingelegtes Smartphone. Vidite li na koji način smo otvorili ove atribute? Od kojeg oblika glagola? Od participa, perfekta i na kraju te riječi pridružujemo još nastavke za pridjeve već prema kontekstu. Promotrimo i ove primjere, uočite pravilo. Kleben, die kleben die Minikamera. Interagieren, die interagierende Projektion. Starten, die automatisch startende Wiedergabe. Drucken, die druckende Kamera. Nähern, sich nähern, das Fahrrad, das vor nähernden Autos warnt. Na koji način smo otvorili ove atribute, iz kojeg oblika glagola, iz infinitiva i dodali smo nastavak koji je potreban za pridjev, to je znači druga vrsta atributa. Pa možete si zapisati u bilježnicu ove dvije vrste atributa, das particip presens oder particip 1 als Attribut beschreibt etwas, was jetzt los ist oder was jetzt passiert. Zum Beispiel ein fliegendes Auto, ein Auto, das jetzt fliegt. Wir bilden das mit dem Infinitiv, dann kommt die Endung de und noch die Adjektivendung. Die zweite Form ist das Partizip Perfekt oder Partizip 2 als Attribut. Wir beschreiben etwas, das früher passiert ist oder schon vergangen ist. Und das bilden wir mit dem Partizip Perfekt und einer Adjektivendung. Zum Beispiel eine integrierte Kamera. Von der Theorie zur Praxis, jetzt seid ihr dran. Napravili ste ovu tablicu od dva dijela u bilježnicu, pa sada uvrstite ove izraze. Hier sind einige Begriffe aus den Firmenprospekten auf der Zukunftsmesse. Ordnet die Ausdrücke in die richtige Spalte. Der fliegende Teppich. Integrierte Sensoren. Die mit Fernsteuerung ausgestattete Jacke. Der putzende Roboter, das kochende Wasser, singende Vögel, lachende Gesichter, das ausgedruckte Foto, der aufgenommene Film, das gemessene Fieber, die ausgetrocknete Blume, der kommende Freitag, das gescannte Produkt. Pritisnite sada na pauzu i riješite ovaj zadatak. Ako ste točno riješili, vaš popis bi trebao ovako izgledati. Evo još jedne vježbice za ove nove oblike. Pratite QR kod i sa svojeg mobitela riješite zadatak tako što ćete sortirati sa ovog popisa riječi, radi li se o participu prezenta ili participu perfekta, znači o dvije vrste atributa. Pritisnite na pauzu i riješite zadatak. Za one koji su rješavali ovaj zadatak bez QR koda, odnosno u slučaju da tehnika nije funkcionirala, ovdje je rješenje zadatka. Am Ende dieser Deutschstunde sollt ihr euren Lernerfolg einschätzen.
Wie gut kannst du den Unterschied zwischen Partizip Präsens und Partizip Perfekt erkennen? Wie gut kannst du Texte über Produkte der Zukunft verstehen? Kannst du das sehr gut, gut oder noch nicht? Und das war schon alles. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.